Und willkommen zum Let's Play von Minecraft. Wir spielen Minecraft und da ich keinen Bock auf lange Erklärungen habe, fangen wir doch einfach mal an. Wir gehen in den Singleplayer und dann createn wir eine neue World und dann braucht unsere Welt erstmal einen Namen, den ich schon vorbereitet habe, damit das Ganze nicht so lange dauert. Gut, dann brauchen wir noch ein Seed für unsere Welt. Was nehmen wir denn mal? Wie wär's denn mit dem Rindenschnitzel? Rindenschnitzel klingt lecker. Rindenschnitzel klingt gut, das können wir doch einfach mal nehmen. Gut, dann createn wir jetzt die neue Welt und müssen jetzt erstmal warten, bis der Ladebalken geladen hat, was ziemlich dauern kann. Unterdessen werde ich in ICQ angeschrieben, aber das ist mir jetzt einfach mal scheißegal, weil der Ladebalken hat fertig geladen und wir dürften gleich in unserer neuen Welt spielen können. Genau, und da sind wir auch schon in unserer neuen Welt, die Tiere schlägt, weil sie sich erstmal generieren muss, aber das ist mir jetzt einfach mal scheißegal. Gut, ich springe jetzt hier mal runter von diesem Baum und fange einfach mal an, hier Holz zu kloppen, denn wenn wir kein Holz haben, haben wir keine Hütte für die Nacht, dann sind wir ziemlich am Arsch. Da das ziemlich langweilig ist, werde ich euch das Holzfarmen jetzt erstmal zusammenschneiden. Hey Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe massig Holz gefarmt und damit das hier nicht so langweilig wird, machen wir doch einfach mal weiter. Da vorne sind Schweine, die wir töten müssen, damit wir Schinken bekommen, denn wenn wir kein Schinken haben, haben wir nichts zu essen, dann sind wir tierisch am Arsch. Leider laufen die Schweine weg und ich komme hier nicht richtig hinterher, weil es leckt und deshalb lasse ich das einfach mal sein und gehe weiter, damit es nicht zu langweilig wird. Gut, jetzt weichen wir mal den Bäumen aus, weil sonst müsste ich mich durch die Bäume durchkloppen und das wird tierisch langweilig und das will ja kein Schwein sehen. Da unten ist eine Höhle, da gehen wir doch einfach mal rein und da finden wir auch gleich Kohle, die wir jetzt mal abbauen. Leider dauert das ein bisschen lang und da ich keinen Bock habe, dass ihr euch langweilt, lasse ich es einfach mal sein und gehe hier mal weiter. Gut, die Höhle war jetzt nicht sonderlich groß, aber hey, wir haben ein bisschen Kohle gefunden, das ist gut, denn Kohle brauchen wir für Fackeln, denn ohne Fackeln sind wir danach ziemlich am Arsch und da kommen ein Haufen Monster und die nehmen uns dann richtig hart in den Arsch. Gut, jetzt gehen wir doch einfach mal weiter, bevor es hier zu langweilig wird und suchen uns weitere Höhlen oder einen Platz, wo wir unsere Hütte bauen können. Da unten ist noch eine Höhle und da gehen wir doch jetzt einfach mal rein und schauen an, was da unten so Tolles zu entdecken gibt. Okay, es ist ein bisschen dunkel und da ihr keinen Spaß habt, wenn es dunkel ist und ihr sonst nicht sehen könnt, mache ich doch einfach mal schnell die Helligkeit hoch. Da es aber ziemlich lange dauert, schneide ich das mal eben zusammen. Okay Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe die Helligkeit ein bisschen hochgesetzt und jetzt können wir die Höhle endlich erkunden, weil ihr jetzt auch endlich genug seht. Gut, jetzt gehen wir hier doch mal runter und schauen nochmal, was es da so gibt. Oh, was hat mich da getötet? Das habe ich nicht gesehen, das muss ein Bug sein. Naja, dann respawnen wir halt, sind wieder bei unserem Baum und jetzt müssen wir jetzt erstmal wieder neues Zeug für unsere Höhle suchen. Ich werde dabei wieder ein ICQ angeschrieben, aber das interessiert mich feuchtkehrig. Ich spiele jetzt erstmal Minecraft für euch, weil sonst wird es ja langweilig. Gut, wir haben jetzt schon mal wieder genug Dreck für unsere Höhle. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Sand. Wie ihr wisst, haben wir vorhin auch Sand gehabt, bevor wir es verloren haben durch diesen blöden Bug. Und deshalb brauchen wir jetzt noch wieder ein bisschen Sand. Gut, was können wir noch nehmen? So eine Blume, die passt auch zu unserem Haus. Das können wir dann gegebenenfalls färben. Und ich denke mal, dass hier eine recht gute Stelle ist, um unser Haus zu bauen. So, das Haus ist fertig und jetzt können wir uns weiter umsehen, ob wir ein paar Monster finden, die wir abschlachten können, damit wir ein bisschen Erfahrung kriegen und aufleveln. Denn wenn wir nicht aufgelevelt sind und auf Monster treffen, die höher sind als wir, dann sind wir ziemlich gearscht. Ich nehme noch ein bisschen Dreck mit, damit ich mich gegen die Monster verteidigen kann, weil ohne Dreck bin ich ziemlich gearscht gegen die Monster. Und wenn ich gearscht gegen die Monster bin, dann bin ich ziemlich gearscht. Cool, da hinten ist ein Berg, da können wir doch einfach mal raufschauen. Aber da das ziemlich langweilig ist, bis wir bei dem Berg sind, schneide ich euch das doch mal einfach zusammen. Hey Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Wir sind jetzt schon fast beim Berg. Zum Glück habe ich euch den Weg zusammengeschnitten, denn das wäre sonst ziemlich langweilig geworden. Aber ich denke mir, den Rest zeige ich euch jetzt noch, damit ihr ein bisschen was von der Spielwelt zu sehen bekommt. Gut, jetzt sind wir gleich beim Berg und jetzt müssen wir da noch raufsteigen. Den Aufstieg schneide ich euch allerdings zusammen, weil das ziemlich langweilig werden kann. Hey Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Den Berg haben wir jetzt fast geschafft, aber den spannenden Teil wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb sehen wir jetzt noch den Rest vom Bergaufstieg und wir sind ja gleich oben. So, da sind wir doch mal oben. Zum Glück habe ich euch den wichtigen Teil vom Bergaufstieg noch gezeigt. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Tutorial dazu, aber das wird sich zeigen. Vielleicht ist das auch viel zu langweilig. Gut, der Berg ist allerdings relativ scheiße, denn hier oben sind wir nicht geschützt vor den Monstern. Wenn wir nicht geschützt vor Monstern sind, dann ist das ziemlich am Arsch. Aber da hinten ist ein cooler Berg, da gehen wir doch einfach mal hin. Vielleicht gibt es ja da was Gutes zu finden. Gut, den Weg habe ich euch jetzt nicht rausgeschnitten, damit ihr mal sehen, wie das Schwimmen geht, denn Schwimmen muss auch gelernt sein, das ist ziemlich schwierig in Minecraft und deshalb werdet ihr das jetzt wohl ertragen können. Wenn nicht, dann kann ich euch gerne noch mal ein Tutorial zum Schwimmen machen. Schreibt mir einfach deswegen eine PN und gebt dem Video einen Daumen hoch, denn nur dann werde ich euch ein Tutorial dafür machen, wenn ihr auch Abonnent seid. Gut, jetzt steigen wir mal auf diesen Berg rauf. Da ihr das ja schon beim anderen Berg gesehen habt, wie das geht, kann ich euch jetzt das hier in Ruhe zusammenschneiden. Hey Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Wir sind auf dem Berg oben drauf, aber leider habe ich noch keine Monster gefunden. Dafür habe ich auch was anderes Cooles entdeckt, nämlich so eine Art Absprungplattform. Das ist wohl neu mit der neuen Patch-Version reingekommen, die habe ich vorher noch nie gesehen. Ist wohl ein neues Feature und das probieren wir doch jetzt einfach mal aus. Das ist wohl noch ein bisschen buggy, der muss wohl noch schon mal drüber gehen, aber es ist kein Ding. Da schreibe ich ihm halt einfach eine PN und dann wird er das schon machen. Gut, jetzt gehen wir doch mal weiter. Wir haben eigentlich nach Monstern gesucht und die haben wir leider immer noch nicht gefunden. Und deshalb sind wir immer noch relativ schwach. Und unser Haus bringt uns gar nichts, wenn wir noch kein hohes Level haben. Oh cool, da unten ist ja noch eine Höhle, aber da können wir jetzt noch nicht reingehen, weil wir keine Waffe haben. Die müssen wir uns jetzt erstmal besorgen. So, hey Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe eine Waffe gefunden, jetzt können wir uns endlich runter in die Höhle begeben.
Da ich glaube, dass das Licht ein bisschen buggy ist, muss ich es nochmal hochstellen, dass es aber ziemlich lange dauert. Wie ihr wisst, schneide ich euch das nochmal kurz. So, hey Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Das Licht passt mir immer noch nicht, deshalb bin ich gleich zurück. Hey Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Während ich an den Helligkeitseinstellungen rumgeschraubt habe, wurden wir angegriffen. Und ihr befindet euch jetzt mitten in einem epischen Kampf zusammen mit mir gegen diese Riesenspinne. Sie sollte allerdings kein Problem mehr sein, darstellen natürlich, weil ich super toll Deutsch kann, weil wir toll bewaffnet sind und ja, wir sind super special awesome. So, jetzt geht's aber mal weiter, wir wollen noch mehr Zombies und andere Kreaturen suchen, aber da hier immer noch keine in Sicht sind, schneide ich euch das Ganze einfach mal zusammen, bis wir das nächste Monster gefunden haben. Hey Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Leider konnte ich den Zombie nicht finden und da das Spiel anscheinend derbe verbuggt ist, muss ich das an dieser Stelle abbrechen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß mit dem Let's Play von Minecraft und morgen spielen wir dann Skyrim. Aber das dürft ihr nicht wissen, denn das ist eine Überraschung. Bis dahin, euer Koshi. Ciao. There's one they fear. In their tongue, he's Dovahkiin. Dragonborn.